Ausverkauf. Kommen Sie rein. So ist es schon viel besser. Ganz wie zu Hause. Tja, Prout, ich würde gern mehr über Ihr Zuhause erfahren. Was möchten Sie denn gern wissen? Naja, haben Sie eine Familie auf Capex? Die Dinge laufen auf Capex anders ab als hier, Mark. So etwas wie eine Familie gibt es nicht auf Capex. Das wäre auf unserem Planeten ein Anachronismus, wie übrigens auf den meisten anderen auch. Mit anderen Worten, Sie haben Ihre Eltern niemals kennengelernt. Auf Capex wachsen Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, Mark, sondern bei allen. Sie ziehen umher, lernen von dem was und dann von dem. Haben Sie ein Kind? Nein. Haben Sie eine Frau, die auf Capex auf Sie wartet? Mark, Mark, Mark. Sie hören mir anscheinend überhaupt nicht richtig zu, habe ich recht? Auf Capex gibt es nicht so etwas wie eine Ehe. Somit auch keine Ehemänner oder Ehefrauen. Oder Familien. Verstehe. Sonst irgendwelche sozialen Strukturen? Eine Regierung? Daran besteht kein Bedarf. Was ist mit Gesetzen? Keine Gesetze, keine Gesetzeshüter. Was ist Recht und was Unrecht? Das weiß doch jedes Lebewesen im Universum, Mark. Aber was ist, wenn jemand etwas Unrechtes gemacht hat? Zum Beispiel ein Mord oder eine Vergewaltigung. Wie würde der bestraft? Ich verrate Ihnen was, Mark. Ihr Menschen, die meisten jedenfalls, leben nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, was im ganzen Universum für seine Idiotie bekannt ist. Euer Buddha und euer Christus sahen das auch ganz anders, aber niemand hat das groß beachtet, weder die Buddhisten noch die Christen. Ihr Menschen. Manchmal fällt es schwer zu begreifen, wie ihr es so weit geschafft habt.